Oha. Kriegsregion. In einem Nachbarland ist Krieg ausgebrochen, was zu Spannungen an den Grenzen zwischen unseren Ländern führt. Die Anzahl der Flüchtlinge steigt, wohingegen der Handel zurückgegangen ist. Außerdem werden Bedenken laut, dass ein Konflikt so nah an unseren Grenzen die Stabilität unseres eigenen Landes gefährden könnte. Immigration 25% hoch, Patriotenmitgliedschaft plus 8%. Konjunkturoptimismus minus 11%, Stabilität minus 11%, illegale Immigration plus 25%. Huiuiui, religiöser Komplott. Na, ja, das geht wieder runter, das schwankt so ein bisschen. Verbesserung unserer Bonität. Hey, die wichtigsten internationalen Kreditbüros haben die Kreditwürdigkeit ihrer Regierung erhöht. Das sind fantastische Neuigkeiten. Demzufolge sollten die Zinsrate für unsere Schulden sinken. Außerdem können wir eine Zunahme des BIP erwarten, da das Vertrauen ausländischer Investoren, InvestorInnen in unsere Wirtschaft steigt. Unsere kapitalistische Wählerschaft wird erfreut sein. Die aktuelle Bonität beträgt jetzt AA. So, BIP steigt, Konjunkturoptimismus wird quasi, der Abzug, den wir bekommen haben, wird hiervon quasi gecancelt. Das ist schön und wir stehen vor einer neuen Situation. Immobilienblase. Unsere Daten zeigen, dass eine möglicherweise negative Situation, Immobilienblase, eintreten wird, wenn wir nicht bald handeln. Und so wie es aussieht, ist sie bereits eingetreten, weil wir über den Startauslöser bereits drüber sind. Tja. Okay. So, wir sind Überschuss krass, weil unser Zinssatz ist einfach runtergegangen. Unsere Schulden schwinden, Weltwirtschaft sinkt, BIP ist trotz der Kriegssituation gestiegen. Was sagen unsere Lungenerkrankungen? Die gehen, Atemwegserkrankungen gehen hoch. Überfüllte Krankenhäuser geht hoch, Ärztestreik geht hoch. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft geht runter und Unternehmensflucht bleibt gleich und Krise der illegalen Einwanderung ist hochgegangen wegen des Kriegszustandes nebenan. Puh. Tja, ich hätte jetzt gesagt, ich würde das, was wir an Überschuss haben, tatsächlich jetzt einsetzen für zwei Dinge. Erstens, okay. Die Immobilienblase, da würde ich in unsere Staatswohnungen hineingehen und investieren. Das waren und in den Mieterschutz da nicht investieren, aber hier Regulierung dafür politisches Kapital ausgeben. Auf der anderen Seite so 2 Milliarden gucken, dass wir in die Gesundheit stärken. Halt Förderung von Drogentherapien vielleicht nicht zwangsläufig, aber dass wir vielleicht was in den staatlichen Gesundheitsdienst investieren oder andere Programme finden, dass wir unsere Gesundheit nochmal pushen können. Wäre so mein Ansatz. Ich finde es total gut. Würde allerdings nochmal gerne in diesen Bereich der leerstehenden Häuser reingucken. Wir hatten, glaube ich... Horsti sagt es auch, gibt es nicht sowas wie Zweitwohnungen bestrafen? Nee, das ist Eigentumssteuer. Es ging irgendwie um, also es geht um diese Ferienhausgeschichten, dass die leer stehen, obwohl doch dringend. Und ich Steuer auf leerstehende Immobilien. Eine Steuer auf hauptsächlich leerstehende Häuser. In der Regel handelt es sich um Zweitwohnsitze der wohlhabenden Bevölkerung, die nur ein paar Monate im Jahr genutzt werden. Dies ist vor allem in den ländlichen Gemeinden willkommen. Dort lassen reiche Käuferinnen aus anderen Regionen die Immobilienpreise in die Höhe schnellen, was einen Kauf für viele junge und weniger wohlhabende Menschen unmöglich macht. Genau daran dachte ich. Danke, Horsti. Ja. Ist eine relativ geringe Einkommensquelle, aber countert das? Kostet viel, aber finde ich eigentlich auch gut. Ja. Und dann
die anderen Sachen angehen, die du angemerkt hast, weil ich da komplett mit d'accord gehe. Ich wollte nur das gerne noch mit. Ja. Also hier geht es ja auch weniger ums Einkommen. Also es gibt ja so Sachen, wo es nicht darum geht, damit Geld zu verdienen oder Geld zu verlieren, sondern tatsächlich, wie der Begriff es so schön sagt, zu steuern. In dem Moment, wo du Steuern auf leerstehende Immobilien erhebst, ist das Signal und in der Regel die weiterführende Entwicklung, dass die Immobilien nicht mehr leer stehen. Weil so. Und insofern würde ich das gerne machen. Auf welcher Höhe, weiß ich nicht. Also ich meine, wir haben die Immobilienblase. Wenn wir nicht wollen, dass die uns jetzt durch die Decke geht, wäre es auch eine Überlegung, die bis zum Anschlag zu ziehen. Bei so einer Steuer würde ich jetzt sagen, ist... Es ist halt nicht viel. Ja. Und wenn wir mal gucken, auf wen sich das bezieht, sind es die Vermögenden, die Kapitalistinnen und die RentnerInnen. Ja. Okay, insofern. Ja. Also ich hätte es jetzt so auf Mittel gelassen tatsächlich, aber wenn du meinst, wir sollten hochgehen, kann ich da auch mit hochgehen. Fände ich spannend. Hätte ich mich... Bin ich überrascht davon, dass du sagst, lass uns das an den Anschlag fahren? Hätte ich auch kurz überlegt. Aber können wir machen. Ja, ich glaube, wir haben nicht so wahnsinnig hohe Steuern auf Immobilien im Allgemeinen. Okay. Ja, dann lass uns das machen. Ja. Dann nehmen wir das so. Wenn es Quatsch ist, können wir es ja immer noch wieder runterfahren. Ja. Staatswohnungen, da geben wir im Moment nichts. Ah, hier haben wir Einkommen auf einer niedrigen Ebene. Und jetzt fangen wir an zu investieren. Und da können wir gar nicht, wir haben nicht mehr genug politisches Kapital. Aber da würde ich eine 500 Millionen mal investieren. Ja. Und wir tun wirklich was gegen Armut. Mittleres Einkommen findet das gut. Na klar. Ja. Also es wundert mich jetzt auch nicht. Also geringes Einkommen find's gut, mittleres Einkommen find's gut. Wir haben uns oft genug mal so nebenbei über die Schwierigkeiten unterhalten, Wohnungen zu finden. Gerade auch mit mittleren Einkommen. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie das in den Städten oder Gemeinden ist, in denen ihr wohnt. Ich kann zumindest für die Stadt, in der ich wohne, feststellen, dass es quasi die mittleren Wohnungspreise, die sind knapp. Super teuer, kein Thema. Super günstig, ist tatsächlich auch kein Thema in bestimmten Stadtvierteln, aber die Mitte fehlt so ein bisschen. Und ja. Insofern wundert mich das nicht. Ja, die Mietpreisbremse, genau. Als unser Haus gekauft worden ist von einem Berliner Millionär und seiner Tochter, die eine Familien-GbR draus gemacht haben, es ist ein fantastisches Steuersparmodell, und haben sie das unter anderem mit der Begründung gemacht, weil sie in Berlin einfach kein Geld mehr verdienen können. Herzlichen Dank. Ja, ich habe ja in Berlin auch Wohnungen gesucht und das, was wir, was uns teilweise an Vertragswerk wir hätten unterschreiben sollen, dass wir uns verpflichten, wenn die Mietpreisbremse irgendwann mal gekippt wird, dass wir rückwirkend alle Miete, die der Vermieter gerne hätte, nachzahlen müssen und so eine Scherze, da drehen sich dir die Zehennägel hoch. Das ist echt, echt krass. Ja, aber genau, das hier ziehen wir so hoch. Ja. Finde ich super. Und jetzt hätte ich noch gesagt, lass uns ein bisschen beim Mieterschutz nach oben gehen. Sehr gerne. Wir haben jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum, aber ich finde, das könnte noch so eine grade. Von den... Das politische Kapital wird knapp, oder? Ja, genau. Aber die zwei würde ich hierfür machen. Hier würde ich echt auch nur ein klein wenig korrigieren und dann gucken, wie krass die Immobilienblase ist in der nächsten Runde, wenn sie dann tatsächlich angezeigt wird.
Bisher wird es uns ja nur vorhergesagt. Ja, das finde ich gut. Ja, jetzt haben wir nicht genug politisches Kapital, um noch was für die Gesundheit zu tun. Das würde ich dann in die nächste Runde schieben. Aber dann haben wir richtig viel politisches Kapital. Genau. Gut, dann nächste Runde. Edelhack, heißt das, du bist gerade wieder da? Hat gerade gesagt, er hat bei einem Serverumzug geholfen und er musste bei minus 8 Grad durch die Stadt fahren, um ein Knöpfchen zu drücken. Oder verabschiedest du dich jetzt, um ein Knöpfchen zu drücken? In jedem Fall schön, dass du da warst. War das der Anruf von vorhin, Edelhack? So, der religiöse Komplott, wir sind bei 205, wir bleiben, also sie sind nicht mehr im Full Swing, vielleicht mal gucken, finden wir demnächst was den Religiösen gefällt. Arbeitslosigkeit ist ein Stück weiter gestiegen, wahrscheinlich wegen der vielen Flüchtlingen. Armut ist gesunken, das ist schön, und da ist die Immobilienblase und guck mal, unsere Maßnahmen haben schon super gegriffen und die Staatswohnungen werden sich noch erhöhen. Das heißt, wir sind die Immobilienblase wahrscheinlich einfach so wieder los. Ja, wir müssen ja erstmal ausschreiben. Also wir können jetzt nicht, die Wohnungen sind ja da nicht sofort da, sondern wir müssen das ausschreiben und dann muss es gebaut werden. Das dauert alles seine Zeit. Ja. Edelhack, okay, du musst ins Auto, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ja, morgen gibt's hier wieder Stellaris, Orcs in Space, auf jeden Fall. Fahr vorsichtig eine zauberhafte Nacht. Und hoffentlich dauert es nicht allzu lange, komm dann gut ins Bett. Pass auf dich auf. So, ein Dilemma haben wir wieder vor der Brust. Unterstützung für Demokratie, Demonstrierende. In einem anderen Land, zu dem wir seit jeher gute Beziehungen haben, finden Straßenproteste statt. Wir wickeln viele profitable Handelsgeschäfte mit diesem Land ab. Dennoch ist die Regierung autoritär und die Forderung nach unserer öffentlichen Unterstützung der Demonstrierenden wird immer lauter. Möglichkeit 1. Demonstrierende unterstützen. Glauben wir an die Demokratie oder nicht? Das ist doch keine schwierige Entscheidung. Falls die Regierung autoritäre Züge zeigt und wir den Demonstranten Recht geben, sollten wir zu unseren Prinzipien stehen und sie unterstützen. Und nicht den Mund halten und wegsehen, nur weil der Handel Geld einbringt. Oder keine Stellung nehmen. Wir wären verärgert, wenn wir uns mit Demonstrierenden auf der Straße herumschlagen müssten, wie es in allen Demokratien der Fall ist, und ausländische Regierungskräfte sich auch noch öffentlich entgegen der Meinung unserer Regierung unterstützen würden. Es hätte schreckliche Auswirkungen auf die diplomatischen Beziehungen mit diesem Handelspartner, wenn wir uns auf die Seite der relativ geringen Anzahl der Demonstrierenden schlagen würden. Tja. Ich hasse dieses Schwarz- Weißbild. Und das ist mal ein starkes Wort. Ich weiß, das sage ich nicht allzu oft. Aber ich mag wirklich dieses Schwarz-Weiß-Denken in diesem Spiel nicht. Man kann ja man kann doch sagen, das Demonstrationsrecht ist ein wesentliches Recht in der Demokratie und man hat eine Meinungsfreiheit und das ist alles gedeckt. Das ist alles völlig in Ordnung. Ohne da gleich den großen Handelsfauxpas zu riskieren. Und wenn man das riskiert, nur weil man sagt, die Leute haben eine freie Meinung, was soll das denn? Dann sind wir wieder bei Haltung. Und nicht nur bei Haltung von einzelnen Wissenschaftlerinnen, sondern bei der Konsequenz, wie man bestimmte staatliche Prinzipien, wir spielen Democracy 4, auch vorlebt. Weil alles andere, dann sind wir auch wieder beim Zynismus. Wenn das, was man sagt, nicht das ist, wonach man handelt. Und welches Land damit wohl gemeint sein könnte, ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil es einfach mehrere Länder gibt. Ja. Also das ist egal, ob wir nach China oder Hongkong gucken, wo es relativ ruhig war, wie ich fand, ob wir auf die Proteste in Russland gucken, ob wir nach Belarus gucken, ob wir in die USA gucken. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Staaten. Ich weiß nicht, wo die Grenze ist, also das weiß ich tatsächlich nicht, wo die Grenze ist, dass sich Staats- oder Regierungschefs entscheiden, zu bestimmten Demonstrationen etwas zu sagen oder eben auch nicht. Das würde mich tatsächlich selber interessieren. Aber nach all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist wahrscheinlich wenig überraschend, dass ich die Demonstrierenden unterstützen würde, weil entweder man hat eine Haltung oder man hat sie nicht.
Würde ich auch. Da bin ich vollkommen bei dir. Deswegen unterstützen wir die Demonstrierenden. Liberale finden es großartig. Die Auslandsbeziehungen und internationaler Handel leidet ein klein wenig darunter, aber dann ist das so. So, und Horsiat, ich habe eben schon einen Schluck Wasser genommen. Ich werde jetzt mal das André streckt sich erfüllen und ein bisschen meine Schultern ausrollen. Und wie ihr ganz offensichtlich sehen könnt, bin ich immer noch in einer sitzenden Haltung gefangen. Das, was ich mir bestellt habe, nicht über Amazon, möchte ich dabei sagen, kommt und kommt nicht. Das, womit ich quasi mein Licht aufhängen könnte und wo ich endlich diesen wundervollen Stehschreibtisch benutzen könnte, den ich dann hochfahre, aber im Moment betreibe ich ihn nur im Sitzen, aber das wird bald kommen. Und dann kann ich noch ganz andere Verrenkungen machen. Jetzt habe ich einfach mal meine Schultern ausgerollt und das empfehle ich jedem, der längere Zeit in einer sitzenden Haltung ist. Diese Bewegung macht man einfach nicht, wenn man am Schreibtisch sitzt. Das einzeln zu machen mit den Schultern löst ganz, ganz viele leichte Rückenbeschwerden fast sofort. So. Jo. Wir wollten was für die Gesundheit tun und unser Überschuss ist gestiegen. Guck mal. Weltwirtschaft geht weiter runter, BIP bleibt gleich. Wir bauen Staatsschulden ab. Das ist großartig. Das heißt, wie sieht es denn jetzt hier mit der Atemwegserkrankung aus? Die geht wieder leicht hoch, weil unser BIP steigt. Und wir haben diese... Ich glaube, wir müssen auf der Wohnungsseite... Lass uns das mal eine Runde sich entwickeln. Und ich hätte jetzt gesagt, das ist teuer vom politischen Einfluss her und es bringt nicht so viel. Ich hätte jetzt gesagt, erstmal staatlicher Gesundheitsdienst, da vielleicht mal, wo waren wir, 15,4, mal 2 Milliarden rein oder ein bisschen mehr als 2 Milliarden, so direkt an die Grenze. Tut direkt was gegen überfüllte Krankenhäuser und super viel gegen den Ärztestreik. Holla! Okay, sind aber auch 2 Milliarden, die wir reingeben. Und Gesundheit steigt, was direkte Auswirkungen hat auf die Atemwegserkrankung. Und Arbeitslosigkeit auch direkt mal nochmal 1,5%. Nee, 2,5%. 2,3. Ja, super. Oder? Na dann. Mhm, ich bin total dabei. Gut. Und jetzt hätte ich bei Unternehmensflucht nochmal geguckt und hätte gesagt, lass uns den größten Faktor vielleicht einmal kurz anfassen und Arbeitsrecht möchte ich nicht anfassen und Arbeitsschutzgesetze auch nicht. Vielleicht eine kleine Erleichterung bei der Körperschaftssteuer. Ja. Ja, das können wir machen. Wir haben jetzt relativ viel für Einzelpersonen gemacht. Wir haben gerade gut auf die Kacke gehauen mit dem Gesundheitswesen. Wir haben die Einkommenssteuer gesenkt. Ich bin bei dir. Dann würde ich sagen, so, das wirkt sich auf die beiden Probleme, die wir haben, direkt aus, hier auf der Wirtschaftsseite. Also vielleicht 1 Milliarde weniger Einnahmen oder vielleicht sogar 1,5 Milliarden weniger Einnahmen. Tut richtig was hier. Für die nicht konkurrenzfähige Wirtschaft und gegen, also dagegen und gegen die Unternehmensflucht. Für 3 politisches Kapital. Machen wir? Romy? Romy ist weg! Romy! Romy, wo bist du?
Romy hat sich verabschiedet. Oder könnt ihr sie einfach, könnt ihr sie noch sehen und ich nicht? 0 Uhr IP-Wechsel. Ja, das könnte sein. Aber hatten wir sonst nie das Problem? Eigentlich. Es ist Viertel nach. Jetzt ist Romy plötzlich weg. Ich hoffe, sie kommt wieder. Sie wird mir auf jeden Fall immer noch als präsent angezeigt. Wenn ich hier mal schaue. Tja, heute ist technisch echt der Wurm drin. Meine Fresse. Ich hoffe, sie kommt wieder rein. Ja, sie schreibt mir gerade. WLAN-Ausfall. Oh Gott. Ja, WLAN-Ausfall, schreibt sie mit einem entsetzten Smiley. Das heißt, an dieser Stelle, ich hoffe, sie kommt dann wieder rein. Dann muss ich das hier mal gerade wieder zumachen. Ich bin allein auf weiter Flur, aber sie hat schon gesagt, Körperschaftssteuer senken findet sie gut. Das heißt, diese Änderung würde ich jetzt mal annehmen. Jetzt habe ich noch 11. Ich bin jetzt schon gespannt, wie sich was auswirkt. Hier haben wir die Krise der illegalen Einwanderung, die geht auch wieder runter. Ich würde noch mal ein bisschen in die Arbeitslosigkeit, die gerade gestiegen ist, reingucken, was da die größten Treiber sind. Okay, das ist Immigration. Und vielleicht gucken wir in die Produktivität. Die größte Hemmnisse sind da die Löhne. Aber das steigt auch. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Was ich machen wollen würde, wäre noch mal ein bisschen politisches Kapital einzusetzen. Unser Alkoholkonsum ist auf einem niedrigen Level. Aber tatsächlich ein klein wenig daran schrauben, den Alkoholkonsum weiter zu besteuern. Für 3 politisches Kapital. Ich hoffe, Romy findet das nicht total doof. Und ich würde hergehen und den Tabakkonsum weiter besteuern. Auch um einen kleinen Teil. Ja, wir haben nach 0 Uhr, liebe Menschen, The Real Panse. Ja, haben wir. Und ich finde es schön, dass du beim Zusehen bei uns tatsächlich die Zeit vergessen hast. Genau, Tabaksteuer erhöhe ich auch mal und dann sind wir bei 0 politischem Kapital und ich hoffe, dass Romy wieder reinkommt, weil kaum haben sich alle Probleme auf meiner Seite erledigt, die mit dem Stream zu tun haben, indem ich Schnee vom Dach gekratzt habe, das muss mir auch erstmal einer, naja, ich habe es ja im Prinzip ich habe es ja im Prinzip auf Video dokumentiert. Oh, The Real Panse, du hast heute Geburtstag. Du hast heute Geburtstag. Dann ein Gratulation und alles Gute von mir zu deinem Geburtstag, dass du mit uns hier über Politik-Sachen gequatscht hast, hineingefeiert hast. Ja, jawohl, heute ist der 10. Februar. Herzlichen Glückwunsch und schön, dass du bei uns bist.
habe ich hier irgendwo... Ne, ich habe leider jetzt gerade nicht die Möglichkeit, einen tollen Geburtstagstusch abzuspielen. Aber... ich kann dir anbieten, dass du auf jeden Fall jetzt mal die nächste politische Entscheidung mit beeinflussen kannst. Wünsch dir was. Ich würde das auch nicht, gebe diese Glückwünsche an dich weiter, nicht aus Notwendigkeit, sondern weil ich mich darüber freue, dass du Geburtstag hast. Einfach, weil ich das immer toll finde. Und hier hat's gerade gezuckt. Da ist eine Romy. Hallo. Ja, Romy ist wieder da. Es ist auch total schön, wenn so das WLAN ausfällt in einem Haushalt. Und dann sowohl ich als auch mein Mann sofort so dieses das Internet geht nicht mehr, nein. Und das war so das Horror-Szenario, das wir vor 2-3 Tagen gezeichnet hatten, als der Schnee fiel, so dieses, oh mein Gott, wenn das Internet bei uns irgendwie ausfallen würde, wäre es echt blöd. Ja. Hallo, entschuldigt bitte. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich habe noch ein paar Entscheidungen einfach auf eigene Faust getroffen. Ich habe ein bisschen Alkoholsteuer angehoben und Tabaksteuer angehoben, weil ich ja was für die Gesundheit tun wollte. Nur ein kleines Stück und die Körperschaftssteuer gesenkt. Und wir sind jetzt bei 0. Und zwischendrin ist klar geworden, dass der The Real Panse heute Geburtstag hat. Und wir haben gerade unsere Glückwünsche überreicht, weil es ja nach 0 Uhr. Alles Gute zum Geburtstag, unbekannterweise. Es ist schön, dass du in deinen Geburtstag mit uns jetzt vielleicht nicht reinfeierst, aber reinsprichst, reinschreibst und so. Ja, wir machen mal nächste Runde. Ich habe ihm schon gesagt, er darf die nächste Entscheidung mit beeinflussen. Wir machen mal nächste Runde. Finde ich gut.